Hallo, Dirk Brücker, mein Name vom Dirt Over the Venture Network. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen zu unserer Expert-Session rund um das Thema, wie überzeuge ich mit meinem digitalen Pitch? Und es freut uns sehr, dass wir dort Olivia Hornsmann, eine erfahrene Online-Unternehmerin und Trainerin der Unternehmertum, gewinnen konnten für das Thema. Und bevor wir gleich starten, ganz kurz noch ein paar Worte in eigener Sache. Warum sind wir eigentlich heute hier? Das Deutsche Börse Venture Network, wie ihr eventuell wisst oder hoffentlich wisst, ist ein Netzwerk jetzt seit 5 Jahren für Startups und Investoren, um einfach das Wachstum und das Ökosystem in Deutschland zu unterstützen. Wir haben um die Ostertage eine kleine Studie erhoben in den Investorenkreisen, um einfach mal so deren Stimmung aufzufangen. Wie ist so euer Einblick, Stimmungsbild ganz rund um das Thema Covid-19? Und ein paar Findings waren beispielsweise, dass die Investoren das Gefühl haben, dass die Gründer noch nicht so richtig darauf vorbereitet sind mit den digitalen Pitchen. Wie muss man, auf was muss man achten? Das ist ja eine ganz andere Interaktion, wie wenn man sich in Persona gegenübersteht. Deswegen kommen wir heute hier zusammen und möchten euch da ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Grundsätzlich findet ihr, wie ihr seht, hier den Screenshot unserer Webseite, die ganze Studie nochmal unter unserem Newsfeed. Da ist auch gerade nochmal ein Dokument mit den Key Learnings für die Gründer, also gerne nochmal zur Hand nehmen. Das ist dann auch nochmal in schriftlicher Form alles zusammengefasst. Grundsätzlich könnt ihr gerne jederzeit bei Fragen auf uns zukommen. Unter Kalender findet ihr auch bevorstehende Veranstaltungen. Meine Kontaktdaten auch nochmal hier eingeblendet. Ich stehe jederzeit zu Fragen zur Verfügung und kann auch gerne im Nachhinein noch dann informieren über unser Netzwerk und weitere Details. Bevor ich jetzt an die Olivia übergebe, noch ganz kurz ein paar organisatorische Sachen. Ihr habt ja alle die Möglichkeit, über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. Gerne das jederzeit. Ich habe dort ein Auge drauf und werde dann immer in den passenden Momenten kurz Wortmeldung zu Olivia übergeben, dass wir die auch an geeigneter Stelle direkt unterbringen können. Dann freut es mich, dass ich jetzt an die Olivia übergeben kann und wir mit dem spannenden Thema starten. Ja, danke, Jill. Ich sehe, dass jetzt 33 Teilnehmer da sind. Ja, und ich freue mich riesig, dass wir heute dieses Thema haben. Ich finde es wahnsinnig wichtig, das Thema. Und teile jetzt mal gleich meinen Bildschirm, den man jetzt hoffentlich sieht. Und ja, das Thema ist, Jill hat es ja schon gesagt, digitales Pitchen, Digital Pitch Webinar. Wie überzeuge ich mit meinem digitalen Pitch? Und das ist, ja, wie ich jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt habe, für viele nicht einfach, verständlicherweise, weil es einfach ein bisschen strange ist, vor so einem Bildschirm zu sitzen, in so eine kleine Linse zu schauen oder in diesen großen Screen zu schauen. Ich habe auch gemerkt, man gewöhnt sich daran schnell und strengt sich nicht mehr so an. Und ich habe mir für heute einige Tricks und Tipps überlegt, die ich jetzt für euch zusammengestellt habe. So, erstmal, wer bin ich? Ich bin die Olivia. Ich hoffe, das Du ist okay für euch. Wer was dagegen hat? Schreibt einfach mal. Ich sehe jetzt auch mal die ganzen Fragen. Genau, ich gehe da drauf ein, wenn ich es gerade passend finde. Und genau, stelle mich jetzt erstmal vor. Ich bin selber Online-Unternehmerin. Also ich habe zwei Startups gegründet, eins vor über 10 Jahren. Das war eine Casting-Agentur und das zweite jetzt zusammen mit meiner Mitgründerin Katrin Schmidt. Das ist Glücksheldin. Und mit Glücksheldin helfen wir Müttern. Also wir haben so eine Nische uns ausgedacht, weil wir selber Mütter sind. Also ich habe drei Kinder auch noch. Wir helfen Müttern, in ihre volle Kraft zu kommen. Weil wir einfach gemerkt haben, dass
die Belastung für Mütter steigend ist, dass 40% seit den letzten 5 Jahren mehr an Erschöpfungssymptomen leiden. Und wir haben gedacht, da muss man was tun. Und als Pädagogin und Psychologin und Resilienztrainerin kann ich das und habe jetzt ein Online-Unternehmen damit gegründet. Ich verkaufe praktisch Online-Trainings für Mütter. Genau, und bei der Unternehmertum bin ich jetzt seit knapp 15 Jahren. Unternehmertum ist eines der größten Gründerzentren in Europa oder das größte Gründerzentrum in Europa. Also wir helfen Gründern von der Pike auf, von der ersten Idee bis hin zum Investorenpitch, bis hin wirklich zum an die Börse gehen. Wir arbeiten viel mit dem Deutsche Börse Venture Network zusammen und geben da eben Trainings für verschiedenste Dinge. Ja, warum sind wir heute denn hier? Einer hat schon geschrieben, wie kann man im digitalen Pitch Leidenschaft zeigen? Sollte man das? Ich weiß jetzt zwar nicht, wo du das her hast, aber Leidenschaft ist ja nichts Schlechtes. Vielleicht ganz kurz dazu. Ich glaube, das muss jeder so machen. Dazu komme ich auch noch. Ein ganz wichtiger Punkt ist Authentizität. Und Leidenschaft kann wirklich auf verschiedenste Art und Weise rüberkommen. Ich habe gemerkt, ich war auch in den USA unterwegs in den letzten Jahren, habe mit Investoren aus USA und Deutschland viel gesprochen. Wir haben selber einen großen Fonds in der Unternehmertum. Und ich weiß eines, und zwar Investoren investieren in Gründerteams und ja, dann erst in deren Ideen. Und die Leidenschaft sollte schon rüberkommen. Und Leidenschaft zeigt jeder anders. Der eine sprüht förmlich und ist höchst emotional und der andere brennt dafür. Man merkt aber nur in einer ganz einfachen, leisen, unaufgeregten Form, dass er dafür brennt. Also ich glaube, Leidenschaft ist ein sehr stark belegtes Wort und das dürfen wir nicht überinterpretieren. Sollte aber rüberkommen, dass wirklich das Team also diese Idee wirklich vorantreiben möchte. Und das ist sehr schwer. Also ich habe wirklich gemerkt, es fällt Teams schwer oder vielen Teams schwer, manchen fällt es auch sehr einfach, die Idee zu pitchen und zwar auch offline, weil es eben nach einer Zeit, die man in seinem Startup verbringt, mit sich bringt, dass man immer tiefer in den Wald geht, immer tiefer gräbt und irgendwann so tief drin ist, dass es einem schwerfällt, so das große Big Picture zu zeigen. Und dafür bin ich da. Ich helfe Teams eben seit Jahren jetzt, so nochmal einen Schritt zurückzugehen, zu schauen, was mache ich da eigentlich und warum mache ich das eigentlich? Also was ist wirklich so der Purpose meines Startups und das wirklich rüberzubringen. Und das Coole ist, je mehr der Investor oder das Gegenüber versteht von Anfang an, desto mehr will er ja wissen. Und das, genau das, daran arbeite ich gern mit den Startups. Ich habe gemerkt, offline ist es schwer und aber super machbar, weil man eben so einen persönlichen Kontakt hat. Online ist es wirklich um einiges schwieriger. Es ist eine ganz ungewohnte Situation, so einen Kontakt herzustellen. Und ich habe gemerkt, es ist wirklich auch Übungssache, so einen Kontakt herzustellen über die Kamera. Und darum sind wir heute hier, wie gesagt. Ich bitte euch jetzt mal eins zu machen. Stellt euch doch jetzt mal vor, ihr seid ein Investor. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten hat ja so ein Investor wirklich einen anstrengenden Tag, so wie alle. Also ich will es gar nicht sagen, dass die einen besonderen anstrengenden Tag haben. Aber ich weiß nicht, wenn ich praktisch den ganzen Tag minütlich oder stundenlang PowerPoint-Präsentationen ansehen würde, wäre das wahrscheinlich auch nach einer Zeit anstrengend. Und jetzt stellt euch doch mal vor, ihr seid so ein Investor gerade in Corona-Zeiten und würdet praktisch Meetings machen mit Gründerteams und sich Pitches anschauen. Das machen tatsächlich ja gerade viele Investoren. Und ich möchte jetzt mal, dass wir uns da alle reinversetzen in diesen Investor und schauen, was ist denn dessen größte Herausforderung gerade online, diese Pitches anzuschauen. Ihr könnt jetzt gerne mal eure Antworten in den Chat schreiben. Also was denkt ihr, ist für den Investor gerade die größte Herausforderung?
Ich hoffe, ihr wisst alle, wo man Antworten reinschreibt. Das ist bei diesem Tool unter Fragen. Ihr könnt auch einfach mal Piep reinschreiben, dass ich sehe, dass ihr da seid, weil ich kann euch ja nicht sehen gerade. Ich kann die Jill sehen, das ist sehr schön. Also, was ist die größte Herausforderung? Wenn das jetzt nicht klappt, dann mache ich einfach mal weiter und wir nutzen das später nochmal. Ich würde nämlich sehr gerne mit euch interagieren, weil ich denke, wir haben alle mehr davon, wenn wir miteinander sprechen und nicht nur konsumieren. Ich glaube, es hat einer schon eine Frage gestellt. Okay, ich sehe schon was. Piep, sehr gut. Du passt. Ah ja, genau. Also auch nach 1000 Slides noch einige im Gedächtnis zu behalten. Konzentration, Fokus, Einstieg finden. Ist das der Chat? Ja, das ist der richtige. Ulrike schreibt, sich auf alles konzentrieren, wenn es viele Pitches hintereinander sind. Danke, Ulrike. Genau, Thilo hat geschrieben, nach 1000 Slides noch einige im Gedächtnis zu haben. Das ist wirklich schwierig und der soll ja sich daran erinnern, im besten Falle, oder noch folgen können oder Bock haben zu folgen, ja, zu erkennen, wer passt am besten in den Fokus des Invests, schreibt Axel. Gordon schreibt, aufmerksam dabei bleiben. Christian, hallo. Ron, Team arbeitet als Team, Personalities statt nur Facts. Finde ich cool. Philipp, ein Gefühl für die Person kriegen. Ja. Stefan, wie kann der Investor schnell zwischen attraktiven und unattraktiven Pitches auswählen? Josephine, das Team persönlich kennenzulernen. Entscheiden, was wirklich gut ist, schreibt die Kathi. Okay. Ja, cool, danke. Da kommt jetzt noch mehr. Der Peter schreibt, wenig Einflussmöglichkeiten über Charakter zu überzeugen. Ja, das ist online sehr schwer. Wach bleiben. Darum habe ich jetzt auch noch meinen Kaffee hier. Okay, danke euch. Ich glaube, das trifft, also wirklich, ihr habt alle so dieses Thema adressiert. Wach bleiben, aufmerksam. Interesse zeigen, das Team kennenlernen, das sind verschiedenste Themen, schon klar, aber trotzdem geht es darum, wirklich dieses Gegenüber zu fesseln und zu sagen, hey, das, was ich jetzt hier erzähle, das ist interessant für dich. Und ich weiß, was dich interessiert. Und ich glaube, mit diesem Empathiegewinnen schaffen wir es. Und das ist auch schon, ich habe Psychologie studiert, das ist schon das Allerwichtigste, glaube ich, wenn wir Wertschätzung und Empathie bringen, haben wir schon die halbe Miete. Und was ich eben erlebt habe bei vielen Gründerteams, dass sie sich so darauf konzentrieren, die PowerPoint-Folien vorzubereiten. Ihr kennt es vielleicht, ihr habt irgendeinen Pitch und das Erste, was man dann so macht, ist den Laptop aufklappen und die ersten Bullet Points eintragen. Was dann aber passiert, ist, dass man sich verliert in der Technik und in dem Feinschliff. Und der sollte idealerweise erst am Ende kommen und nicht schon am Anfang. Lass uns mal schauen, was man da tun kann. Okay, ich habe mir so ein paar Sachen überlegt. Ich habe mir insgesamt 5 Punkte überlegt, die ihr euch auch mit nach Hause nehmen könnt. Und zwar ist das erste Präsenz und Wirkung. Das hat, glaube ich, der Peter auch gesagt. Genau, den Charakter kennenzulernen, die Persönlichkeit kennenzulernen. Aber auch zu sehen, wie wirkt denn dieses Gegenüber? Und ich glaube, das unterschätzen wir oft online. Das nächste ist die Struktur des Pitches. Ich habe euch da mal 3 wichtigste Punkte, also für mich die 3 wichtigsten Punkte mitgebracht, die man braucht, um eine gute Struktur für den Pitch aufzubauen. Das nächste ist Interaktion mit dem Gegenüber. Wie kann man auch online interagieren? Und das geht. Das geht sehr gut. Man braucht ein bisschen Geduld und ein bisschen Vorbereitung, aber dann geht es super.
Online-Technik und Möglichkeiten. Und das Letzte ist die Persönlichkeit. Das haben auch einige von euch adressiert hier. Authentisch zu sein, nicht einen Präsentationsmodus anzuklicken, der schon oft so ein bisschen bei den Pitches, die ich gesehen habe, so ein bisschen so eine aufgesetzte Rolle, die so angeknipst wird, sondern authentisch zu sein, wirklich ich zu sein. Weil genau das wollen ja die Investoren auch sehen. Und dann, wie auch jetzt gerade noch der Marco geschrieben hat, eben einzuschätzen, kann dieser Gründer die Idee umsetzen? Also schafft der das? Dann zu überzeugen. Gut, dann fangen wir doch mal an mit Präsenz und Wirkung online. Ich habe mir da echt mal überlegt, ich wollte euch eigentlich ein paar Bilder mitbringen von Kollegen. Ich habe da schon so lustige Sachen erlebt, aber ich will natürlich keine Kollegen diffamieren. Es geht mir darum, wie wir online wirken. Ihr seht ja mich jetzt gerade, ich wirke auf euch. Ich habe irgendwie bestimmte Sachen an, ich habe einen gewissen Bildausschnitt und habe eine gewisse Haltung vor der Kamera. Aber es gibt auch wirklich so ein paar lustige Erlebnisse, die ich schon hatte. Ich habe das mal selber nachgestellt für euch, wie das aussehen kann. Also das Erste ist, das habe ich in meinem Wohnzimmer heute aufgenommen. Wir haben so einen Altbau. Ja, und wir mögen es einfach, wenn viel an den Wänden hängt. Da habe ich jetzt mich mal gefilmt. Und ihr seht, der Bildausschnitt ist irgendwie so, dass ich da so ein bisschen am Rand bin. Und man sieht sehr viel von meiner Inneneinrichtung. Man sieht auch noch so alkoholische Getränke. Genau. Das Zweite ist, ich vom Gegenlicht. Das ist ganz oft, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt, dass sich Menschen vor dem Fenster hinsetzen, was irgendwie so ein bisschen spooky wirkt und ja, was einfach so eine Wirkung auf uns hat, die vielleicht nicht gerade positiv ist, wenn man gerade um Geld pitchen will. Dann habe ich hier noch ein Bild, wie ich so ein bisschen angestrengt schaue. Das ist der Nachteil, wenn man die Kamera für sich selber ausschaltet, sich selber nicht mehr sieht, dann kann man schon vergessen, wie man so selber ausschaut. Und dann habe ich noch ein Bild, das habe ich echt schon sehr oft gesehen. Ich weiß nicht, wie das die Leute hinkriegen, aber wenn man irgendwie, ich glaube, das ist, wenn man auf dem Handy praktisch sein Präsentationstool hat und dann noch einen Laptop, wo man dran arbeitet. Ich denke, dass diese Leute, die man so sieht, manchmal auch mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch gerade an was anderem noch arbeitet. Könnt ihr machen, ist aber nicht gesund, kann ich euch sagen. Multitasking ist für uns alle nicht gesund. Also das ist auch so eine nicht so schöne Perspektive, gerade wenn man so ein bisschen älter wird, dann sieht man da ein Doppelkinn und so. Also würde ich nicht empfehlen. Ich würde immer empfehlen, wirklich sich gerade vor den Bildschirm zu setzen, Sitzmöglichkeiten, einen Hocker irgendwie, auf dem man aufrecht sitzen kann, die in Körpersprache ermöglicht, wenn ihr das wollt, also wenn ihr so seid, bitte da auch nichts aufgesetzt machen, nicht rumfuchteln, weil ihr denkt, ihr müsst euch bewegen plötzlich, sondern da wirklich authentisch sein, so dass ihr einen Radius habt, in dem ihr ihr sein könnt. Das ist ganz wichtig für unsere Wirkung. Okay. Eine kurze Frage dazu. Würdest du dann auch grundsätzlich empfehlen, dass die Leute vielleicht auch, wenn sie die Möglichkeit haben, stehen und den Pitch im Stehen machen? Oder sagst du, das ist zweitrangig, Hauptsache irgendwie der Winkel und die Optik stimmt? Sehr gute Frage. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, zu stehen, wenn es irgendwie geht. Es ist viel besser zu stehen. Also zum Beispiel Radiomoderatoren stehen auch die ganze Zeit oder haben so Sitzhocker, wo sie sich mal anlehnen können. Aber wir sind viel eingeschränkter durch Sitzen. Ich habe das also wirklich einzig deswegen nicht gemacht, weil ich in unserem Haus keine Möglichkeit habe, im Stehen das zu machen. Aber ich finde es super, wenn man das so einrichten kann. Dass man noch einen schönen Hintergrund hat vielleicht und dann im Stehen das macht. Das finde ich ganz toll. Man vermeidet sehr viele körperliche Beschwerden, die nach so einer Corona-Zeit durch Sitzen auftreten können. Auf jeden Fall. Gibt es noch mehr Fragen? Ich sehe die jetzt gerade wieder nicht so gut. Moment. Ja, es wurde erwähnt, dass die Beispiele auf jeden Fall doch schon häufiger selbst erlebt worden sind.
Und da kann ich definitiv auch von unserer Seite zustimmen, ja. Ja, es ist so, ich habe mir gedacht, es wird zu lustig, wenn ich das so nachstelle, aber es ist ja, genau, es ist schon Tatsache, dass das oft so passiert. Ja. Ich wollte da, Vielleicht ich habe auch gar keine, bitte? nur noch kurz auch wegen Hintergrund. Wir hatten jetzt schon auch öfters gesehen, das fand ich ganz charmant, wenn ihr als Startup oder Unternehmen auch irgendwie ein Roll-up habt und das als Rückwand mit einbindet, dann hat man gleich nochmal irgendwie den Branding-Charakter und auch wenn die Wand irgendwie ein bisschen voller ist, fällt es dann nicht mehr auf. Total. Also ich komme zu dem Punkt noch. Ich habe mir von meinem Uropa noch so eine alte Leinwand gerade aufgestellt, so eine Dia-Leinwand. Aber das habe ich vom Geruch nicht ertragen. Also ich finde es super, wenn man sich so ein Roll-up oder so eine Leinwand oder hat. Ich fand den Hintergrund bei mir jetzt ganz okay mit den zwei Türen. Das muss man selber so sehen. Manche präsentieren sich gerne vor Bücherregalen. Gut. Die wollen halt wahrscheinlich ein bisschen intellektuell wirken. Das ist alles, wie man halt wirken will. Man kann sich dann auch noch ein Logo ausdrucken hier und das schön platzieren auf einer Leinwand dahinter oder die Leinwand hat ein Logo. Also da kann man wirklich spielen. Aber eins ist sicher, je mehr man sich da vorbereitet und je mehr man da investiert, desto mehr zeigt man ja dem Investor, dass man sich Mühe gibt. Und das finde ich einfach wertvoll, gerade online, sich nicht irgendwie hinzufläzen und mal schnell den Laptop anzuschmeißen, sondern sich so zu zeigen, dass man wirklich da sich Mühe gibt und vorbereitet hat. Genau, da gab es auch noch eine Frage zu, wie du das einschätzt, warum man von zu Hause pitcht und nicht im Office sich dann abbildet, wie das sich Ach auswirkt. so, das kann Axel, ich weiß nicht, also wenn du ins Office fahren kannst, kannst du natürlich auch im Office pitchen. Also fände ich auch cool. Bei uns sind gerade in der Unternehmertum die Beschränkungen ziemlich hart. Also ich muss das irgendwie vorher anmelden und es ist sehr aufwendig, da einfach hinzufahren. Darum bleibe ich zu Hause. Hat aber sehr viele Vorteile. Die ganze Technik habe ich gerade im Büro, die habe ich nicht hier, meinen zweiten Bildschirm. Ist das die Frage, Axel, oder? Genau, also das ist bei jedem anders. Manche haben gerade keine andere Möglichkeit, manche können ins Office, das ist gar keine. Geht nur darum, eben online zu pitchen. Von wo du online pitchst, das ist eben. Ah, aus welchem Grund sollten wir eine Videokamera? Das ist der Markus. Wir hatten vorhin schon E-Mail-Kontakt. In der Organisation stellt der Geschäftsführer doch nicht den zentralen Wert dar, geschweige denn sein nettes Aussehen. Oh doch. Also ich gebe da ja wirklich nur. Also ich gebe da keine, du musst es nicht machen, wie ich das mache, aber ich denke, es ist sehr, sich sehr positiv auswirken kann, wenn du dein Bild anschaltest. Also da kann man unterscheiden. Mein Mann zum Beispiel ist bei einem großen OEM, Automobilhersteller, wenn der mit der Geschäftsführerebene, also eine Telekonferenz hat, also eine Videokonferenz hat, dann schaltet der sein Bild nie ein. Aber wenn man jetzt einen Pitch hat vor einem Investor, den man vielleicht einmal gesehen hat oder das erste Mal sieht, dann ist es schon von Vorteil, wenn der einen sieht, weil das sowas wie ein sozialer, so ein psychologischer Händedruck ja auch ist, wenn man sich in die, also wenn man sich irgendwie per Bild sieht. Das schafft Kontaktaufnahme. Hat viel mit Psychologie zu tun und ich würde da auf jeden Fall dazu raten in dem Fall. Aber du musst es nicht machen, das ist ganz dir überlassen. So, da sind noch mehr Fragen. Genau, kommt doch immer besser. Genau, also Axel, wenn du ins Büro kannst, super. Was hältst du davon, wenn der Gründer die Hintergründe künstlich einfügen? Ach. Ja, also kenne ich. Ich habe selber, wir haben mit unserem Online-Unternehmen, nutzen wir Zoom. Ich finde Zoom auch ein tolles Tool, auch wenn es datenschutzrechtlich vielleicht nicht optimal ist, aber für mich ist als Trainerin Zoom wahnsinnig toll, weil man eben viel mehr Interaktionsmöglichkeiten hat. Also für Trainings, die ich mache, die teilweise 5 Stunden gehen. Und ich nutze keine virtuellen Hintergründe, weil ich keinen Greenscreen habe und ich habe mir selbst einmal gebaut. Also ein Greenscreen ist zum Beispiel, für alle, die das nicht wissen, eine grüne Wand, die man hinter sich positioniert, die man dann durch ein Bild der Wahl austauschen kann. Manche machen das dann mit Logos oder großen Hintergründen oder man kann auch die
keine Ahnung, Freiheitsstatue da einblenden oder ein cooles Wohnzimmer. Ich finde, man sieht immer man ist nicht optimal freigestellt als Person. Ich finde es technisch nicht einwandfrei und darum mache ich es nicht. Ich finde, es wirkt dann auch so ein bisschen aufgesetzt oder ich mag es nicht auf jeden Fall. Aber es ist total persönliche Sache. Psychologischer Händedruck ist gut. Ja, es ist, dazu komme ich auch gleich noch, wahnsinnig wichtig, dass wir online eben diesen Kontakt herstellen. Und das geht eben zum Beispiel durch eine aufrechte und präsente Sitz- oder Stehhaltung, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also ich kann wirklich viel zeigen, und wenn ich zum Beispiel so da sitze oder so, schaut euch doch mal an, wie ihr wirkt. Ich würde nie empfehlen, dass ihr genau eine Sache macht. Jeder muss sich wohlfühlen. Ich sage auch bei den Pitches offline nicht, dass alle immer so dastehen müssen. Dass man kann sich auch mal cool auf den Tisch setzen. Das muss zu jedem also individuell passen. Das ist auch gerade das, seid authentisch. Das würde ich da immer empfehlen. Das nächste ist, wählt einen geeigneten Bildausschnitt und kümmert euch wirklich darum. Nehmt euch Zeit dafür, den Ort zu suchen, der zu euch da passt. Wo ist es, also da komme ich auch gleich noch dazu, aber wo ist zum Beispiel das WLAN am besten und wo habe ich dann den besten Hintergrund, den ich mir vorstellen kann? Und das dritte ist eben dieser Blick in die Kamera. Also ich habe jetzt mit meiner Geschäftspartnerin zum Beispiel gerade einen kompletten Videokurs über 8 Wochen aufgenommen in den letzten Wochen. Wir haben uns nicht sehen können, aber wir haben in die Kamera die ganze Zeit geguckt. Und als wir das nicht taten, wirkte das nochmal, also wirklich ganz anders. Ich kann es wirklich empfehlen. Ihr habt diese Linse. Ihr seht auch, ich schaue euch an. Und das ist ganz anders, als wenn ich jetzt so schaue oder so. Das ist völlig okay mal, aber dann immer mal wieder in die Kamera schauen. Auch wenn es komisch wirkt. Also für einen selber vielleicht komisch anmutet manchmal. Gut, dann lasst uns mal weitergehen. Und zwar schauen wir uns jetzt den nächsten Punkt an, die Struktur des Pitches. Ich habe euch mal eine Folie mitgebracht von einem Gründerteam. Genau, das ist ein Gründerteam. Ihr könnt es euch ja mal durchlesen. High Performance Integration in existentes System, bla bla bla, sind lauter Bullet Points. Was meint ihr denn? Ist es eine, also ich muss dazu vielleicht noch 2 Sachen sagen. Dieses Team hat es relativ am Anfang nach einer Einstiegsfolie von ihrem Logo und so gezeigt. Was haltet ihr von der Folie? Ist die gut? Ja? Schreibt einfach ja oder nein. Ist sie gut? Ja? Oder ist sie nicht gut? Nein. Mal in den Chat reinschreiben. Was denkt ihr? Jetzt fragen sich wahrscheinlich manche, was meint die jetzt? Die ist doch eine coole Folie. Also ich rede jetzt nicht vom Design, sondern ist das für den Investor als eine der ersten Folien eine aussagekräftige Folie? Stefan sagt ja, ansonsten sagen gerade alle nein, grau auf grau, nicht optimal. Jetzt warte ich noch 2 Sekunden. Nein, weil Lesbarkeit leidet. Nadja, genau. Jetzt schaut euch aber nochmal auch genau das da an, was da drauf steht. Geht euch das sofort in den Kopf oder ist es irgendwie? Jetzt löse ich das Ganze mal auf. Diese Folie habe ich selber gemacht. Die hat kein Startup präsentiert. Ich kann ja hier keine Folien von Startups bringen. Das darf ich gar nicht. Sonst würde sich der Markus auch wieder beschweren, glaube ich. Zu Recht natürlich, das darf ich nicht. Also die habe ich selber erstellt. Kann man übrigens super mit Canva. Canva ist ein ganz tolles Design-Tool, das ihr kostenlos nutzen könnt. Ich habe damit zum Beispiel auch das Logo gemacht, dieses Bild grau, das dauert 2 Sekunden und dann habt ihr eine tolle Folie, so wie ihr sie wollt. Ich habe da auch einen Bezahl-Account, lohnt sich wirklich. Ich will keine Werbung machen, aber es ist echt ein tolles Tool. Und jetzt löse ich es auf. Diese Folie ist meines Erachtens, könnt ihr euch sowas sparen. Und zwar folgendes. Also erstens mal hat man rausgefunden in der also neurologischen Forschung, dass Substantivierungen, also Bullet Points mit Nominalstil nicht im Gedächtnis bleiben.
auch nicht bei Investoren und schon gar nicht, wenn sie noch nichts von dem Thema gehört haben. Also damit beschäftige ich mich seit Jahren. Ich beschäftige mich damit, wie man lernt. Und ich habe eben viele Folien gesehen und ich kann mir sowas auch nicht gut merken. Dieses Nominalstil bedeutet Substantivierungen, also Nomen aneinandergereiht als Bullet Points, gehen nicht so gut ins Gehirn wie zum Beispiel Fragen oder ganze Sätze. Ich weiß, wir sollten ja wegkommen von diesen ganzen Sätzen, aber manchmal ist ein Satz auf einer Folie besser als 5 Bullet Points. Das ist das eine, was ich dazu sagen wollte. Und das andere ist, ein Investor kann, natürlich kann er das manchmal, sollte er völlig in diesem Thema sein. Stellt euch mal vor, da ist so ein totaler Fachinvestor, der in zum Beispiel in dem Fall Logistikunternehmen, Startups investiert. Für den wäre so eine Folie vielleicht greifbarer. Aber ein Investor, der eine breite Range an Gründerteams sieht, für den ist so eine Folie einfach nur anstrengend, weil er viele Buzzwords aneinandergereiht sieht. Das sehe ich immer noch bei vielen Gründerteams und das eben ihr noch lange nicht überzeugt. Ich habe mir jetzt mal überlegt, wie ihr stattdessen daran gehen könntet. Und zwar könnt ihr, das habe ich eben, ihr kennt vielleicht Simon Sinek, Start with Why, ihr kennt einige von diesen Pitch-Trainern. Ich habe mir also daraus meine eigene Meinung gebildet und denke, es ist am besten, wenn man mit dem Problem startet. Denn wo kein Problem, da keinen Markt. Oder es gibt auch noch ganz große Trends. Ich weiß noch genau, der Jerry Engel von der UC Berkeley, das ist einer der Investoren, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe oder mit dem ich viel gesprochen habe, der sagt immer, what's the river? Also wo ist der große Trend, der große Fluss, in den ihr mitschwimmen wollt als Startup? Dann ist das nicht unbedingt ein Problem, das ihr löst. Aber meistens geht es dann doch um ein Problem. Also was ist das Problem oder was ist die Ausgangslage, die ihr praktisch angeht mit eurer Lösung? Beschreibt die. Das ist so mein ganz, ganz großer Tipp. Erst wenn das Gegenüber, also erst wenn der Investor versteht, wo das Problem wirklich ist, erst dann versteht er auch, warum, oder hört euch gerne zu, wenn ihr von eurer Lösung sprecht. Darum meine provokante Folie auch gerade. Ich bin da gerne manchmal ein bisschen provokant. Natürlich kann man so eine Folie zeigen, aber ich bin mir ganz sicher, dass dieser Pitch noch mal positiver verläuft, wenn ihr mit dem Problem startet. Und dazu braucht es manchmal gar keine Folie. Dazu braucht es nur euch. Ich würde da auch empfehlen, gar nicht so unbedingt, dass ihr immer sofort den Bildschirm teilt online, sondern dass ihr einfach mal sprecht ohne Bildschirmteilung und erzählt, was denn die Ausgangslage ist. Da kann man auch sehr gut Zahlen nehmen. Also in meinem Fall mit meinem Startup zum Beispiel ist es irgendwie zum Beispiel 2 Millionen Mütter wollen pro Jahr eine Mutter-Kind-Kur machen. Aber die sind völlig ausgebucht. 40% Mütter werden pro Jahr oder sind seit 5 Jahren, es ist eine steigende Zahl, 40% mehr Erschöpfungssymptome. Das kostet Geld. Also je nachdem, wem ich das präsentiere, wähle ich dann Zahlen aus. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Und ja, finde ich mega wichtig. Und die Investoren auch, mit denen ich gesprochen habe. So, und dann könnt ihr eure Lösung präsentieren. Und dann würde ich die Zwiebeltechnik habe ich es jetzt mal genannt, vorschlagen. Und zwar ist die Zwiebeltechnik, wie ich sie mir vorstelle, stelle ich so eine Zwiebel vor und ihr geht von außen, ihr schält die von außen. Also was ist das Big Picture, das ihr präsentieren wollt? Also was ist eure Lösung von ganz außen gesehen? Das fällt manchmal nicht einfach. Es gibt im Gründerteam erfahrungsgemäß immer so eine Person, je nach Größe, die so marketingtechnisch drauf ist und das auch gut in Worte packen kann. Das muss nicht jeder können übrigens. Und dann könnt ihr das Big Picture sagen. Also in meinem Fall ist es dann, wir helfen Müttern da,
eben mit diesen Erschöpfungssymptomen umzugehen. Wir bieten da eine Lösung für diese Mütter. Das ist noch gar nicht wie. Da muss ich noch gar nicht mein ganzes komplett Online-Paket auspacken, schon gar keine technischen Details. Und dann könnt ihr immer tiefer zum Kern gehen. Aber das Wichtigste ist, dass ihr da auch bei dem Investor oder dem Gegenüber bleibt. Versteht er das? Kommt der da mit? Müsst ihr den irgendwie mitnehmen noch oder Fragen beantworten? Ja? Nicht eine Folie nach der anderen, sondern lieber mal eine Pause machen und vielleicht mal eine Frage stellen, ob der das auch erlebt hat oder ob er diese Zahlen kennt oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und zu guter Letzt ist es das immer, also das ist die ganze Zeit wichtig, aber was hat dein Gegenüber davon? Der Investor ist ja ein Mensch, also neben dem, dass er sein Geld investieren will, hat er persönliche Interessen, die gelten natürlich von Anfang an des Pitches, aber hier geht es wirklich darum, was hat der davon, wenn er in euch investiert? Und da kann man sehr gut Argumente bringen. Also ihr seht, es geht gar nicht so viel um technische Details in diesem ersten Pitch. Es geht eigentlich darum, grundlegend mal zu sagen, Problem, Lösung und wir können das. Und sie haben Folgendes davon. Und die Argumente kann man dann anordnen. Da gibt es verschiedene Techniken. Da würde ich mir auch nochmal überlegen, also wenn ihr zum Beispiel sagt, wir sind kostengünstig, wir sind schnell und wir haben die Expertise, dann schaut, dass ihr wirklich da nochmal Persönlichkeit reinbringt. Was ich ganz oft sehe, sind Folien, da steht Zeitersparnis. Da steht nur das Logo von der Firma und Zeitersparnis. Aber das ist halt wirklich eine Folie, die könnt ihr mit tausenden Startups wahrscheinlich austauschen. Also seid da nicht austauschbar. Formuliert lieber Sätze, die wirklich den Kern von euch treffen und eure Persönlichkeit zeigen. Warum könnt ihr das? Gut, warum? Was hat der da davon? Könnt ihr zum Beispiel die Klimax-Methode nehmen, nur um eine Methode zu nennen. Die Klimax ist wirklich das zweitbeste Argument als erstes. Also zum Beispiel, wenn jetzt Zeitersparnis, stellt euch vor, ich rede jetzt von ProGlove, das ist mein Lieblings-Startup. ProGlove spart 7 Sekunden, also die arbeiten mit diesem Handschuh. Ist ein Scanner-Handschuh, der bei großen, zum Beispiel bei BMW hilft, am Band schneller Teile anzubringen, indem die Teile schneller scannen. Vorher hatten sie immer einen extra Scanner in der Hand und die sparen 7 Sekunden pro Teil. Das ist für mich immer noch das beste Argument und das gehört dann ans Schluss, also als drittes Argument. Als erstes das zweitbeste und in der Mitte das drittbeste. Das ist so ein bisschen so eine Sandwich-Technik. Eigentlich ziemlich trivial, aber keiner denkt mehr daran. Ja, gibt es dazu gerade Fragen? Nein? Okay. Dann machen wir jetzt mal weiter mit der Interaktion. Meinem Lieblingspunkt, ehrlich gesagt. Und zwar online, ja. Also offline ist es auch nicht so einfach es ist definitiv nicht einfach. Interaktion bedeutet für mich, also nicht unbedingt, dass ihr hingeht und mit dem irgendwas macht oder Fragen stellt. Interaktion ist schon einfach Blickkontakt halten. Das ist offline was die meisten gut können. Aber online ist es schwieriger. Und da gibt es zum Beispiel so kleine Umfrage-Tools, das kann man hier bei GoToWebinar auch nutzen. Ich frage euch ab und zu was, das macht man natürlich mit dem Investor, wenn der alleine da jetzt sitzt, nicht. Im idealen Fall kann der auch mit euch sprechen. Aber da lohnt es sich, nachdem man die Präsentation dann erstellt hat, Nadja, ich komme gleich nochmal zu deiner Frage, da lohnt es sich, einen Blick drauf zu werfen. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, oder warte, ich gehe kurz auf Nadjas Frage ein, in welcher Reihenfolge die besten Argumente anordnen. Also ich würde das Zweitbeste als erstes nehmen und das Beste zum Schluss und das Mittlere in der Mitte. Ich hoffe, es ist jetzt klar geworden.
Es gibt aber auch noch die Genscher Methode, es gibt da noch viel. Das mache ich dann in meinem Pitch-Training. Genau, also Interaktion, warum ist es so wichtig? Ihr müsst euch vorstellen, ich meine, jeder von uns macht gerade so viel online und es ist einfach nur ermüdend, die ganze Zeit nur Präsentationen zu folgen. Und da ist es, da lohnt es sich nochmal zu überlegen, was mögen Menschen denn? Wie kann man Menschen bei Laune halten? Und eins der erfolgreichsten Tools dabei, das hat Günther Jauch jahrelang erprobt, erfolgreich, Wer wird Millionär, sind Quizzes, also Fragen zu stellen, Umfragen, Multiple-Choice-Fragen, wo die Leute erraten dürfen. Zum Beispiel auch, wenn ihr eine tolle Zahl habt, könnt ihr die auch erraten lassen, ja? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, was glauben Sie denn, wie viel kostet aktuell ein Rollstuhl? Keine Ahnung. Also okay, und wir schaffen das für so und so viel. Das hat den Vorteil, dass das Gegenüber mitdenken muss und dass es gar nicht abgelenkt werden kann, sondern dabei ist bei euch. Und diesen Wow-Effekt nochmal viel stärker erlebt, als wenn ihr das alles präsentiert. Also meine Empfehlung ist da ganz stark, macht eure Präsentation und wenn ihr die habt, überlegt, wie könnt ihr da interagieren oder Interaktion fördern. Das ist so der Feinschliff. Was kann ich da online machen? Man kann bei Zoom wahnsinnig viel mit Breakout-Sessions machen, macht nicht immer bei Investoren Sinn. Man kann Umfragen machen, man kann in den Chat schreiben. Das Beste ist aber meines Erachtens immer noch, wirklich die Leute persönlich anzusprechen. Also zum Beispiel, was ich jetzt mache, ich habe eure Namen ja auch genannt, zum Beispiel Nadja. Nadja fühlt sich eventuell jetzt auch von mir angesprochen. Und auch wenn ich dich nicht sehe, Nadja, ich weiß, dass du da bist und ich finde es toll, dass du eine Frage stellst, genau wie bei den anderen. Und das schafft eine Verbindung, auch wenn ich jetzt nicht die Bildschirme sehe. Also kann man eigentlich mit jedem Tool gut machen. So, was kann ich jetzt da machen? Also das Erste ist schon mal, du kannst Gemeinsamkeiten mit deinem Investor finden. Das ist online noch wichtiger. Dieser Smalltalk und dieses Social Interaction, wie man das auch immer nennt, ist so wichtig, auch wenn es viele nicht wichtig finden. Gerade viele, wahrscheinlich viele Männer eher, wenn ich mit meinem Mann so spreche. Es ist aber wichtig, auch wenn es nur unterbewusst abläuft. Aber man hat ein gutes Gefühl, wenn man gefragt wird, wie es einem geht zum Beispiel. Oder wenn man irgendwie weiß, der andere weiß zum Beispiel, dass ich gerne kletter und fragt mich dazu was. Also mein Appell an euch ist, findet raus, was euer Investor gerne macht. In was ist der investiert zum Beispiel? In welche Startups, in welche Unternehmen? Oder ihr könnt ihm ja vielleicht gratulieren. Vielleicht hat er irgendeinen guten Abschluss gemacht oder weiß ich nicht. Also da gibt's viele Möglichkeiten. Es erfordert ein bisschen Vorbereitung, aber es lohnt sich, weil der sich das merken wird. Das läuft ganz unterbewusst ab. Aber er wird sich merken, dass ihr euch interessiert habt. Und das ist eine Art von Wertschätzung, die unbezahlbar ist. Das nächste ist Fragen stellen. Ich habe darüber, glaube ich, schon viel erzählt gerade. Also stellt Fragen. Also keine Besserwisser-Fragen, keine Oberlehrer-Fragen, sondern kluge Fragen, die der Investor gut beantworten kann, die ihn interessieren. Das sind meistens Zahlen, also sich Zahlen herauszusuchen, lohnt sich immer eigentlich. So, und was kann dein Online-Tool? Was kann man damit Interaktion machen? Dazu habe ich auch schon viel gesagt. Da gibt es bei jedem Tool, da gibt es so viele mehr, ich habe noch lange nicht alle aufgeschrieben, Möglichkeiten, wie man Interaktionen praktisch einbauen kann. Gut, dann lasst uns mal weitermachen. Das nächste ist Online-Technik und Möglichkeiten. Ich weiß noch, Jill, das war ja ursprünglich eigentlich auch so unser Aufhänger, dass du gesagt hast, ich soll mal auch darüber sprechen, wie ich das mit der Ausleuchtung mache. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Ich habe euch so eine kleine Checkliste erstellt, was online wichtig ist. Und dieses Bild ist irgendwie so ein bisschen irritierend. Also sucht euch Bilder, die wirklich das aussagen, was ihr möchtet. Ich erkläre euch natürlich jetzt hier nicht, welche Kabel ihr wo reinstecken
sollte. Das kann ich nicht so gut. Und zwar ist das Erste, also stellt euch vor, ihr habt jetzt eure Präsentation, ihr habt euch Gedanken gemacht, wie ihr das aufbaut, wie ihr interagiert, dann kommt dieser Technik-Check. So, und jetzt schaue ich mal ganz kurz. Es ist eine Frage eingegangen, weil es leuchtet bei mir irgend sowas. Nein? Okay. Das erste ist, wo hast du den besten WLAN-Empfang? Klingt trivial, aber also so richtig Gedanken macht man sich ja meistens nicht so darum. Man setzt sich halt dahin, wo die Kaffeemaschine vielleicht in der Nähe ist oder wo man irgendwie gemütlich sitzen kann oder wo eh der Schreibtisch ist. Das macht bei sowas Sinn. Also ich sitze auch bei meinen Online-Trainings nicht an dem gleichen Platz, wo ich normal arbeite. Das ist einfach total störend, wenn das WLAN weg ist, wenn ich abgehackt klinge. Ich hoffe, ich klinge nicht abgehackt. Wenn das Bild zuckelt, darum sucht euch den besten WLAN-Empfang da aus. Das nächste ist, funktionieren der Link zur Online-Plattform und deine Online-Tools. Ich hatte vorgestern erst ein Kundenmeeting. Ich hatte schön einen Zoom-Link verschickt und ja, der ging dann nicht. Und ich habe echt, also mittlerweile mache ich das seit 2 Jahren. Also ich bin seit 2 Jahren Online-Unternehmerin, nicht erst durch Corona. Ich bin, glaube ich, mit Zoom ziemlich vertraut und genau das war mein Fehler. Ich dachte, es funktioniert eh alles. Ich mache einfach kurz vorher irgendwie diesen Link, rufe ich auf und dann läuft's. Aber nein, es lief nicht. Nummer hat nicht mehr gestimmt. Ich weiß nicht warum. Manchmal weiß man es nicht. Und ich musste einen neuen Link verschicken. Das ist natürlich aufwendig. Und wir haben eine Viertelstunde später angefangen und es haben 2 Kundinnen gefehlt. Das ist natürlich scheiße. Und darum empfehle ich da wirklich, schaut euch das vorher an, prüft das akribisch und schaut auch, funktionieren die Tools, funktioniert die Umfrage oder der Chat oder funktioniert das mit dem Bildschirm? Die Jill, der Max, der hier gerade der Tech-Support übrigens ist im Hintergrund, den seht ihr nicht, aber der ist praktisch hier, um uns zu unterstützen technisch. Also wir zu dritt haben das vorher eine halbe Stunde vorher getestet, alles, ob das funktioniert. Ich habe davor noch nicht mit GoToWebinar gearbeitet, das heißt, die haben mir noch eine kleine Einführung gegeben und dafür lohnt es sich wirklich Zeit zu nehmen. Denn das ist wirklich genauso schlimm, wie wenn der Beamer plötzlich nicht funktioniert und ihr eure PowerPoint-Präsentation offline präsentieren wollt. Mach einen Toncheck. Ich habe mich jetzt dafür entschlossen, kein Headset zu nehmen, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, hier ein Headset anzuziehen. Ich merke da auch bei vielen Kollegen, die telefonieren einfach mit ihrem Headset, das sie haben, Handy-Headset, und man hört sie teilweise schlechter, als wenn sie das wegmachen würden. Schaut einfach, testet es mit einem Freund oder mit eurem Partner oder wie auch immer, ob sich das gut anhört. Das ist wirklich sehr wichtig. Der Ton und das Licht sind alles. Ich habe früher beim Film gearbeitet, da ist es genau das Gleiche. So, das nächste ist, welchen Hintergrund und Bildausschnitt hast du? Dazu haben wir auch schon viel geredet oder ich habe viel geredet dazu. Überleg einfach, wie willst du rüberkommen? Vor welchem Hintergrund möchtest du sein? Es kann auch der Garten sein. Ich habe neulich ein Startup betreut, die machen ein Mittel gegen die Buchsbaumzündler. Also die sind im Garten vielleicht besser aufgehoben. Vielleicht ist es eine Bücherwand, vielleicht auch einfach nur eine Wand. Vielleicht habt ihr eine graue Wand, das wirkt immer ganz toll. Also überlegt euch das aber gut. Wollte ich dazu noch was sagen? Bildausschnitt? Genau, vielleicht auch noch, wie sieht man euch? Also ich sehe mich hier nicht immer, aber wenn ich jetzt so mich anschaue, dann bin ich relativ in der Mitte im Bild. Mein Kopf ist teilweise angeschnitten, aber genau so, dass ich nicht zu weit weg bin und auch nicht zu nah dran. Also wenn man mich jetzt nur so sieht, ist vielleicht auch nicht so vorteilhaft. Also schaut genau, wie ihr da ausschaut, wie ihr da wirken wollt. Ja, das ist irgendwie ein wichtiger Tipp, finde ich. Ich hatte das zum Anfang nicht ausgedruckt, meine Unterlagen. Und ich sehe hier mit Windows immer nur mein aktuelles Slide. Ich sehe nicht, was danach kommt. Ich arbeite sau gerne mit
wahnsinnig gerne mit Einblendungen, wie ihr seht, weil ich kein Fan davon bin, alles von Anfang an zu zeigen, damit alle alles lesen und mir nicht mehr zuhören. Darum drucke ich mir immer alles aus, habe das hier und weiß genau, was wann kommt und bin eben da, fühle mich da sicher. Ihr könntet natürlich auch mit der Referentenansicht arbeiten. Dann ist es aber erfahrungsgemäß so, dass ihr viel zu viel auf einem Bildschirm habt. Wenn ihr dann auch noch zum Beispiel die GoToWebinar-Funktionen habt und so weiter, dann ist es zu viel, außer ihr habt zwei Bildschirme. Und das empfehle ich wirklich sehr. Vielleicht hat ja jemand von euch zwei Bildschirme. Das ist sehr, sehr vorteilhaft. Und zu guter Letzt noch mein Top-Tipp. Bist du gut ausgeleuchtet? Jetzt wird es ja so langsam, naja, es wird noch nicht dunkel, stimmt nicht. Aber wenn ihr gerade abends was macht, ich mache mit meinen Kundinnen, weil die Mütter abends nur Zeit haben, immer abends Trainings. Das heißt, ich brauche eine gute Ausleuchtung. Und darum, damit ich nicht so aussehe wie auf der Folie am Anfang, ihr habt es vielleicht noch im Hinterkopf, das wirkt einfach nicht mehr schön und also nicht mehr professionell. Und darum habe ich mir Softboxen gekauft. Wollt ihr die mal sehen? Oder kennt ihr sowas? Schreibt doch noch mal kurz ja. Wenn ihr die alle kennt, zeige ich die nämlich gar nicht. Das sind zwei Lampen praktisch, die auch Fotografen haben. Ich zeige das jetzt mal kurz. So, die stehen vor mir. Die sind praktisch so klein zu machen. Ron sagt nein. Achso, du wirst sie wahrscheinlich schon sehen, aber du. Sagst du, kennst sie nicht? Das sind so praktisch, ja, wie soll ich sagen, wie mit so einem kleinen Stativ dran. Hier kann man aufstellen. Das sind so Abdeckungen vorne und dahinter ist eine Glühbirne. Und die sind so klein, so zusammenklappbar wie ein Regenschirm, also wirklich mini. Und kosten wirklich, haben die gekostet, 40 Euro beide. Wenn ihr ein Startup habt und öfter online präsentiert, würde ich die zu 100% empfehlen. Ich habe die auch für Produktfotos schon benutzt oder für Fotos von uns, also von meiner Mitgründerin und mir, wenn wir Fotos machen. Wirkt es einfach wahnsinnig professionell. Da brauchst du kein Fotostudio. Du kannst selber Fotos machen heutzutage mit dem Handy und mit diesen Softboxen. Also ich kann die jedem Gründer eigentlich empfehlen, der genau eben genannte Herausforderungen hat. Ah, 500 Lux wie im Büro vorgeschrieben, reichen da wohl aus? Axel, sorry, das weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht aus. Ich habe bei Amazon Softboxen eingegeben und habe andere Gründer gefragt, die schon haben. Wenn du Lampen hast, man muss wahrscheinlich nicht unbedingt Softboxen haben, aber die Ausleuchtung sollte halt gut sein. Und das Coole ist, ihr seht ja auch, mein Teint ist eigentlich ganz schön. Nein, kleiner Scherz. Also die machen einfach eine schöne Erscheinung. Und das ist einfach sehr wichtig. Ja? Außer Markus, du willst gar nicht mit Bild dabei sein, dann ist es natürlich nicht relevant. So, was kommt jetzt noch? Eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, und zwar der letzte Punkt ist das Thema Persönlichkeit, Authentizität. Warum erzähle ich das eigentlich? Weil ich gemerkt habe, dass es für viele, ich habe es vorhin schon erwähnt, wie so eine Art Schalter gibt, wenn man präsentiert, dass man jemand anders ist. Kennt ihr das? Das ist wirklich so eine Art Professionalitätsmodus. Ich bin jetzt professionell und ich muss jetzt auch plötzlich andere Wörter benutzen und
einfach jemand irgendwie möglichst toll und professionell und perfekt sein. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, lass es. Ich finde es nicht gut. Ich glaube einfach, dass auch wenn manche das nicht greifen können, aber man spürt trotzdem, dass es nicht authentisch ist. Und authentisch zu sein ist gerade für Gründer wahnsinnig wichtig. Weil eben die Investoren nicht eure Idee kaufen, sondern euch mit der Idee. Ich habe das erlebt eben beim Jerry, der ist ein ziemlich harter Investor. Ich finde ja, dass die deutschen Investoren oft, also die ich kenne, sehr nett sind. Also die teilweise, die bei uns in der Unternehmertum sitzen, ja stundenlang mit Startups zusammen. Finde ich wahnsinnig nett. Aber das ist halt nicht immer so. Und in den USA habe ich es wirklich erlebt, dass die ein Gründerteam reinlassen. Die fangen da an, irgendwas zu präsentieren. Und die sagen, sorry, you're not the right person for me. Und tschüss. Ja. Und das ist halt, ich glaube, das hat viel mit der Authentizität zu tun. Die merken einfach, wenn ihr was erzählt, was aufgesetzt ist. Und darum dieser Punkt, ich finde es so wichtig und ich kann euch jetzt keine Anleitung geben, wie ihr authentisch seid. Aber zum authentisch sein gehören auf jeden Fall auch, gehört auch dazu, dass man auch mal Fehler macht und darüber steht. Und so eine Art Selbstbewusstsein zeigt, wenn man darüber steht, dass die Investoren bestimmt zu schätzen wissen. Dazu gehört auch zu sagen, dass man mal Fehler gemacht hat und dass man daraus gelernt hat. Das ist für die auch sehr wichtig. Und nicht sowas auslässt, sondern und sich von der besten Seite präsentiert, sondern gerade zu diesen Weg, diesen holprigen Weg, den man als Gründerteam geht, zu präsentieren und zu zeigen. Ich sag euch, also das sind wirklich nur meine Empfehlungen, zu denen ich hundertprozentig stehe. Es ist wahnsinnig wichtig, keine Rolle zu spielen. Sympathie ist einfach der Schlüssel zum Erfolg und der Schlüssel zur eigenen Persönlichkeit. Am besten also wirklich so eine Art Kontakt zu dem aufzubauen, über den man auch zum Beispiel mal kurz eine E-Mail schreiben kann und sagt, hey, wir hatten ein super Gespräch, danke, hier sind nochmal meine Kontaktdaten oder können wir uns nochmal treffen? Das ist so viel wert. Dazu, ich mache auch viele Storytelling-Seminare und Workshops, sind auch persönliche Stories wichtig. Also ich habe es gerade auch schon kurz erwähnt. Was habt ihr denn auf eurem Weg erfahren? Ihr könnt es auch gerade gleich zu Anfang, wenn ihr über das Problem sprecht, reinbringen. Also, dass ihr gleich zu Anfang auch sagt, wie ihr denn dazugekommen seid. Ich kann es euch ja von mir kurz erzählen. Meine persönliche Story ist, ich habe eine Autoimmunerkrankung durch den Stress, den ich hatte, bekommen. Irgendwann hat mir ein Arzt gesagt, Sie haben eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, haben Sie viel Stress. Und ich habe damals also wirklich mein drittes Kind bekommen gehabt und habe im Job gepowert ohne Ende. Habe den Haushalt noch geschmissen, habe immer gedacht, ich brauche keine Putzfrau. Ja, und so bin ich zur Glücksheldin gekommen. Und ich habe einfach gemerkt, es geht zu vielen Müttern so und ich muss da was tun. Und so ging es meiner Mitgründerin genauso. Und haben wir gesagt, wir machen da was. Und wenn ich diese Story erzähle, dann ist es einfach die persönlichste Geschichte. Und vielleicht habt ihr ja sowas auch. Es muss ja nicht eine Krankheit sein, hoffentlich. Genau, jetzt kommen ein paar gute Fragen hier gerade. Ich muss mal ganz kurz drauf eingehen. Katrin schreibt, was meinst du, wie wichtig ist Humor? Was meint ihr denn, wie wichtig mir Humor ist? Nein, also dazu muss ich nur sagen, es ist nicht jeder, also wir sind alle komplett verschiedene Menschen und nicht jeder macht gerne Witze und bitte macht dann auch keine Witze. Das muss wirklich zu euch passen, aber versteckt euch nicht und versucht euch nicht zu verstellen. Holt vielleicht nicht den derbsten Witz raus, aber Lachen ist so wichtig und macht es so, wie euch das taugt. Das ist nur meine Message. Da gibt es keinen, bring so und so viel Humor rein, aber wenn du humorvoll bist, dann sei das auch beim Pitch. Online-Pitches dauern in der Regel 10 Minuten. Da ist wenig Zeit, die Message rüberzubringen. Axel, meinst du das wirklich? Ich glaube, du kannst die Message auch schon in einer Minute bringen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, also eine Message kann man wirklich sehr schnell rüberbringen. Du kannst dir mal überlegen, was, wenn du einen Satz hättest für deine Message, was der wäre. Und darauf aufbauen kannst du dann weitermachen. So ein bisschen wie die Zwiebeltechnik. Also Big Picture, was ist die große Message und wie kannst du weitergehen? Also ich weiß es, dass es möglich ist. Das kannst du auch, das weiß ich. Stefan Kolb, ich muss leider in einen Folgetermin. Mir hat es sehr gut gefallen. Cool, freut mich, Stefan. Hat schon verlassen, okay, egal. Axel Grabler, Hashimoto, ja, ich hatte Hashimoto, hab's aber im Griff gekriegt. Wenn schweres Thema ist. Ja, also nicht jeder würde über seine Hashimoto-Erkrankung in einem Online-Webinar sprechen. Ich mach's, weil ich dazu völlig stehe. Ich habe auch einen Instagram-Account. Wir helfen mittlerweile sehr vielen Müttern. Wir arbeiten auch mit den Krankenkassen zusammen. Sind in der Stressbewältigung sehr aktiv, staatlich gefördert. Also ich spreche da offen drüber, weil ich der Meinung bin, wenn niemand da offen drüber spricht, dann wird es auch keinem helfen. Und ich helfe anderen Müttern und darum spreche ich auch darüber. Das musst du entscheiden, wenn das ein schweres Thema ist. Jill? Ich glaube, schweres Thema hat er bezogen auf die Zeit von den 10 Minuten, meine ich. Aber ich glaube, das trifft auch ganz gut, was du schon gesagt hast mit der Kernaussage, dass man das einfach darauf dann aufbaut und versucht, das Ja. dementsprechend rüberzubringen. Also mit Mit dem kurzem Stern Blick ist auf hier. die Zeit. Ja, ich bin jetzt sofort am Ende. Axel, wir können in Kontakt bleiben. Ich gebe gleich meine Kontaktdaten raus. Ich bin sehr interessiert an deinem Thema. Der letzte Sehr gut. Punkt ist, Investoren investieren in das Team und nicht in die Idee. Denk da bitte immer dran. So, das war mein Webinar. Ich halte Blickkontakt und bin präsent. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Ich gebe eine klare Struktur und keine PowerPoint-Schlacht. Das kann ich jetzt nicht lesen. Ich sorge dafür, dass mein Gegenüber aufmerksam dabei ist. Ich kümmere mich um die Technik und ich bin authentisch und zeige meine Persönlichkeit. Wenn ihr mit mir in Kontakt bleiben wollt, gerne. Ich bin auf LinkedIn und genau, könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich euch nicht gesehen habe. Ja, vielen Dank, Olivia, auch von Seiten vom Deutsche Börse Venture Network. Super, vielen Dank. Ich glaube, man hat immer so im Kopf, dass es ja eigentlich einfache Themen sind, aber man so schnell das dann irgendwie vergisst. Und ich habe mir auch ein paar Sachen notiert. Wir haben ja nächste Woche unsere Investor Talks, wo sich unsere Startups auch in einem Investorenkreis vorstellen. Wir haben jetzt auch im Anschluss nochmal eine kleine Runde nochmal im privateren Kreis. Und genau, auch nochmal der Aufruf von unserer Seite aus, wenn irgendwie Fragen zum Venture Network sind, gerne auch online auf die Webseite gehen. Da sind alle Kontaktdaten vorhanden zu unseren ganzen Ansprechpartnern. Und dann wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr konntet alles mitnehmen, so ein paar Learnings und sitzt jetzt fleißig daran, eure Decks zu überarbeiten, dass das jetzt noch erfolgreicher werden kann als vorher. Alles Gute für euch. Ja, Ihr rockt tschüss. es. Ciao.